herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir stehen hier in Wien. Es schüttet wie aus Kübeln. Ihr wisst, ich bin gestern in der Nacht bzw. heute in der Früh hier am Parkplatz in Wien, oder besser gesagt kurz vor Wien, stehen geblieben. Wir fahren nach Novi Sad mit 20 Tonnen Wasser. Ja, und bei dem Regen LKW habe ich bereits gecheckt. Bin ich dafür, dass wir gleich einsteigen. Und die Tour beginnen. Wir haben 8 Stunden Fahrzeit. Oder knapp 8 Stunden Fahrzeit vor uns. Da dürfen wir auch keine Zeit verlieren, dass wir das wirklich schaffen. Ich habe ja heute schon 2 Stunden, am heutigen Tag 2 Stunden in der Nacht verbraucht. Das heißt, mit einer 10er Fahrzeit schaffen wir das. Das ist wirklich schön. Mein neuer Mitarbeiter hat mich auch schon angerufen heute. Der ist auch schwer unterwegs. Da bricht Brücke. Da rechts haben wir schon Bahn. Thank you.
Serbien. Der fährt rauf in Richtung Innsbruck, so viel ich mitbekommen habe. Der hat sicher besseres Wetter wie ich. Aber jetzt wird es bei uns auch schön. Es ist super. Ja, der Tom möchte seine Firma wieder vergrößern. Möchte einen Zug dazu kaufen wieder. Sein gegönnt. Bin gespannt, in welche Richtung das er da geht. Welche Marke. Der Micha von der Rheintrans hat ja auch mit seinem Volvo Schwierigkeiten. Hat kurzerhand mit EMA einen Deal abgewickelt. Der ist jetzt auf EMA umgestiegen. EMA selber hatte ich ja so nie am Radar bis jetzt eigentlich, aber das, was ich bisher bei Micha gesehen habe, das ist tadellos, wirklich. Schöne Autos. Also E-Main hat sich bei mir, wie E-Main neuer Kauf jetzt, wie sich die Entscheidung zum Actros gegeben hat, gar nicht gemeldet. Aber das kann natürlich auch gut sein, weil ich für die einfach ja, vielleicht gar nicht so präsent bin. Das mag leicht sein. Da ist der Micha natürlich ein ganz anderes Kaliber. Da stehen die Vertreter der verschiedenen Marken Schlange, wenn es heißt, der braucht Fahrzeuge. Andere Größe, klar. Übrigens, schaut einfach mal rein bei seinem Kanal. Der Michael erklärt in seinen Videos aktuell verschiedene Themen, wie zum Beispiel ADR und über Michelin hat er schon berichtet. Hochinteressant zum Zuhören. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Genauso wie alle anderen Kanäle natürlich auch. Ich habe die alle unten in der Beschreibung verlinkt. Und auch rechts bei meinen Kanalempfehlungen findet ihr die.
schaut einfach mal rein bei den Burschen. Die machen gute Sachen. Übrigens, da vorne steht die Tasse vom Tom. Tom, vielen Dank für das Präsent. Die echte Tasse kommt ja auch noch in den nächsten Wochen. Abo ein Special rausgehauen und da hat er diese Tassen verlost. Ich war nicht unter den ersten dreien, aber so wie der Tom ist, hat er für alle die Frage, die man beantworten musste, oder die Wörter, die man praktisch finden musste, da hat er einfach alle jetzt sozusagen beglückt mit dieser Tasse. Die kommt in den nächsten Wochen und da bin ich echt schon gespannt. Angeblich schmeckt der Kaffee da noch besser drinnen. Direkt in der Autobahn.
ein Spaßticket. Das schmerzt. Das schmerzt. Rechts. Gibt's ja gar nicht.
Ja, der Tom war ja in Süditalien unterwegs. Hatte da ja, wie ihr wisst, ein Problem mit der Kardanwelle. Ist dann mit diesem Youngtimer, mit dem Mercedes NG vom Luigi da unterwegs gewesen. Ja, und ich glaube, das war eine riesen Herausforderung. Sicherlich eine schöne Erfahrung, aber auch eine riesen Herausforderung. Also, das muss ja klappern und scheppern und boah. Also, da bin ich ihm nichts neidig, dem Tom. Der wird froh sein, wenn er wieder in seinem Hotel sein kann. Zu seiner Kabine sagt. Ah, ist ja auch schön, wirklich. Also der Scania von Tom, der ist schon einmalig. So mit dem Oldschool, mit dem Interieur, also allererste Sahne. So, und da jetzt. Auch kein Gas. Okay. Na, der ist ja weit weg. Der war ja weit weg. So Leute, meine Güte. Autofahrer.
dass ich absolut zufrieden bin mit dem Arctos. Das war die richtige Entscheidung. Der Arctos ist ja mit einer 16-Gang ZF-Schaltung ausgeliefert worden. Das wollte ich unbedingt. Mit so der Automatik-Freak. Immer wieder passiert, dass ich mich verschalte. Aber es macht einfach und so viel mehr Spaß. Ich habe mir diesen Shifter gekauft, mit dem ich praktisch keine große Gruppe schalten kann, die man splitten kann. Die Gänge. Das macht schon wirklich richtig Spaß. Ja, ihr könnt es leider nicht sehen, so wie ich das mache, weil ich mit der Facecam oder mit einer B-Cam, so heißt sie eigentlich, nicht arbeite. Zumindest aktuell nicht. Der Tom macht es. Trucking. Übrigens auch ein Kanal, den man unbedingt abonnieren sollte. Der Don ist unterwegs mit dem DAF, dem 105er. Absolut genial. Es ist auch ein echter LKW-Fahrer. Stopp, für was ist der Stoppschild? Kollegen. Wer bremst, verliert. Sehr gut, bin ich mal gespannt. Vielleicht sind die heute noch fleißig, die Burschen, und laden das Auto ab. Das wäre natürlich perfekt. Rückfracht, ist aber nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe, dass ich da von der Dispo noch irgendwen erreiche.
Freitag 14.30 Uhr beinahe. Wow, also die Motorbremse da beim Actros, die ist schon genial. Da gibt es wesentlich lautere. Jetzt, oder? Ja. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wohin? Wohin? Wo steht die Polizei am Rand? Alles klar. Ah, ich glaube da. Ja. Genau da beim, was ist denn das Unfall? Genau da müssen wir jetzt vorbei, oder? So schaut sie aus. Das Schwede. Die Jakobat. Ja, schaut euch sowas. Schaut sich sowas an. Das darf doch nicht wahr sein. Der cremige Platzwart da, den frage ich. So, bin gleich wieder zurück. Herr Meister, hallo, sprichst du Deutsch? Ja? Ja, perfekt. 20 Tonnen Wasser für Heineken soll ich bei euch anliefern. Genau. Aha, egal wo. Ja, passt. Fahr ich hin. Danke. Er sagt einfach irgendwo, wo ich einen Platz finde, sollte ich mich hinstellen. Das braucht man natürlich. Das machen wir. Da steht überall die Polizei. Die werden dann wahrscheinlich, sobald sie es irgendwie gefreut, mir einen Platz zuordnen. Über die Seiten im Spiel, das ist immer eine Challenge. Aber ich glaube, wir nutzen da den vorderen Platz ein bisschen. Genau. Da ist eh nicht viel los da bei den Typen. So, schauen wir nochmal.
Schauen wir, ob das soweit passt. Ja. Das wird reichen fürs Erste, bis ich dann wirklich einen Platz zur Wiesen krieg. Gut. Schauen wir auf die Uhr, es ist 14.43 Uhr, das schreiben wir auf. 14.43 Uhr schreiben wir. Genau, so. Und ich schaue, dass wir da irgendwen noch erwischen von der Dispo. Ja, und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen.